Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera, es ist heute Donnerstag, 2. April 2020 und wie Sie es gewohnt sind, das tägliche Update rund um die Corona-Krise in und für die Stadt Gera. Ich befinde mich heute in der Sparkasse, weil das ist eines der Themen, was nicht nur ganz normale Menschen beschäftigt, sondern auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich habe noch Informationen zum aktuellen Fahrplan unseres GVB und noch eine gute Information zur Schnelligkeit, wie wir die Testergebnisse bei Corona-Tests bekommen. Aber wie Sie es gewohnt sind, zuallererst wieder die Zahlen für den Freistaat, für Ostthüringen und für die Stadt Gera. Im Freistaat sind insgesamt jetzt Stand heute 938 Personen positiv getestet auf das Coronavirus. Das ist ein Zuwachs von 74 im Vergleich zum Vortag. In Ostthüringen ist die Zahl inzwischen angekommen bei 288, ein Zuwachs um 33 Personen, die hier positiv getestet sind. Die Zahl für Ostthüringen umfasst, wie Sie es gewohnt sind, die Zahlen des Landkreises Altenburger Land, Landkreis Greiz, die Landkreise Saale-Holzland, Saale-Orla und die Stadt Gera. Für uns, für die Stadt Gera, haben wir heute einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. Wir stehen jetzt Stand heute Nachmittag bei 34 positiv getesteten Personen. Das ist ein relativ deutliches Plus im Vergleich zum Vortag. Wir haben unverändert noch viele Testergebnisse offen. Aber, und das hatte ich Ihnen zu Beginn angekündigt, die gute Nachricht ist, wir haben mit der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat jetzt zusätzliche Kapazitäten der Labore in Anspruch genommen, sodass wir in Zukunft spätestens innerhalb von 24 Stunden auch die ausstehenden Testergebnisse bekommen. Aber jetzt, wie ich es avisiert hatte, ich bin heute in der Sparkasse Gera-Greiz. Ich habe mir zwei kompetente Gesprächspartner gesucht. Das eine ist der Vorstandsvorsitzende Herr Morbach der Sparkasse Gera-Greiz. Und ihn möchte ich fragen, was hat sich in den letzten drei Wochen verändert in der Sparkasse? Weil auch bei der Sparkasse Gera-Greiz hat das Coronavirus nicht Halt gemacht. Herr Morbach, drei Wochen in Zeichen der Corona-Krise. Was hat das für die Sparkasse bedeutet grundsätzlich? Ja, zunächst mal einiges an Krisenstabssitzungen. Das war natürlich das erste Gebot. Wir haben relativ schnell für uns festgelegt, wir haben drei Ziele. Das eine ist, die Bevölkerung mit Bargeld versorgen. Das zweite ist, dass wir Kundinnen und Kunden unterstützen, die in Liquiditätsschwierigkeiten durch die Corona-Krise kommen könnten oder auch gekommen sind bereits. Und zum dritten die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Kundinnen und Kunden sicherstellen. Das waren die drei Ziele, die wir uns vorgenommen haben im Krisenstab. Und da auch gleich die ergänzende Frage, weil wir haben es jetzt selber festgestellt, heute beim Reinkommen hier in die Sparkasse, es sind Markierungen am Boden, auch in der Schalterhalle ist es relativ ruhig. Auch wir halten hier die Abstände ein und ich höre raus, also die Bargeldversorgung ist sichergestellt, das ist das gute Zeichen. Und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist schon einiges getan. Was haben Sie jetzt gerade bei den Mitarbeitern gemacht? Ja, wir haben, das kann man sehen in der Schalterhalle, eine Plexiglasscheibe vorgeschaltet, sodass also hier die Mitarbeiter auch geschützt sind. Wir haben auf jeden Fall zunächst einmal gesagt, Kontakte vermeiden, um die Infektionsketten zu unterbrechen, keine neuen entstehen zu lassen. Das heißt, wir haben die Serviceöffnungszeiten reduziert und über zusätzliche Telefonnummern die Möglichkeit gegeben, die Servicevorfälle auch telefonisch abwickeln zu können. Und das wird auch insgesamt sehr gut genutzt. Die Maßnahmen zeigen Wirkung. Ich sage vielen Dank an Herrn Morbach, den Vorsitzenden des Vorstands. Und jetzt möchte ich Herrn Dr. Ziegenbein fragen, der Leiter für den Unternehmensbereich Firmenkundengeschäft ist. Weil insbesondere für die Firmenkunden, wo die Aufträge nicht mehr da sind, hat sich, glaube ich, auch enorm viel verändert. Und da meine Frage, Herr Dr. Ziegenbein, was macht die Sparkasse anders als vielleicht noch vor 4 oder 6 Wochen? Weil ich weiß, die Sparkasse war die erste Bank hier vor Ort, das erste Kreditinstitut, wo darauf reagiert wurde. Ja, das ist richtig. Vor 4 oder 6 Wochen haben wir natürlich insbesondere noch normales Kreditneugeschäft betrieben. Derzeit ist es so, dass Stand heute Nachmittag 187 Anträge von Corona-betroffenen Firmen, Gewerbekunden bei uns vorliegen. Das sind knapp 100 Anträge auf Tilgungsaussetzung oder Stundung, in der Regel so zwischen 3 und 6 Monate, aber auch knapp 100 Anträge auf neue Liquidität, in Summe etwa 6 Millionen. Die Anzahl der Anträge geht nach wie vor deutlich nach oben. Allein heute bis Stand jetzt eben wieder 26 neue Anträge.
Und das heißt, wir haben jetzt auch im Personalbereich schon im Firmenkundencenter aufgestockt auf über 30 Mitarbeiter und sind natürlich bestrebt, das Ganze abzuarbeiten. Wir haben auch sehr frühzeitig ein Sonderkreditprogramm, ein gesamtes Maßnahmenpaket, nicht nur mit Tilgungsaussetzung schon zum 31.03. aufgelegt, sondern auch einen Sparkassen-Sofortkredit für die Liquiditätshilfe ins Leben gerufen, wo die Kunden auch zu Sonderkonditionen, also so als ob jeder Kunde eine Top-Bonität hätte, diese Soforthilfe erhält. Und darüber hinaus beraten wir zu den Zuschussprogrammen, insbesondere von Land und Bund, in Abhängigkeit von der Mitarbeiteranzahl, zu diesen nicht rückzahlbaren Zuschüssen, weil das die Kunden dann später auch in der Kapitaldienstfähigkeit entlastet. Ja, und ich glaube, das wesentlichste Kriterium, was in diesen Tagen zählt, und das habe ich auch selber schon von Unternehmerinnen und Unternehmern zurückgemeldet bekommen, ist die Schnelligkeit. Und da großes Kompliment an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses hier, weil Schnelligkeit zählt jetzt. Da hilft oftmals nicht ein bürokratischer Prozess über viele Wochen und Monate. Und insofern sage ich danke unserer Sparkasse hier regional vor Ort, dass sie von Anfang an schnell reagiert hat und dass sie den Kunden auch in den schwierigen Zeiten zur Seite steht. Das war das Sonderthema und Fokusthema Sparkasse. Zum Thema des Verkehrsbetriebes, da hatten wir auf einen Grundfahrplan umgestellt. Ich darf Ihnen sagen, und das hatte ich Ihnen auch schon angekündigt, wir schauen uns an, wo es gegebenenfalls noch hakt und passen es an. In Rücksprache mit dem GVB und uns als Stadtverwaltung wird es eine Anpassung auf der Linie 3 geben, dass wir hier wieder eine kürzere Taktung hinbekommen, um einfach die Anzahl der Personen in den Bahnen deutlich zu reduzieren. Es wird eine Verbesserung geben, insbesondere für das SRH Waldklinik in den frühen Morgenstunden. Da können Sie bitte wieder auf die Seite des GVB schauen. Da sehen Sie dann den aktuell dann ab morgen gültigen Fahrplan mit den ganzen Änderungen. Eine Information aus dem Bildungsministerium hat mich und uns heute noch erreicht. Da bitte an alle Eltern, aber auch an alle Schulkinder. Laut Bildungsministerium sind bis zum Ende des Schuljahres alle Klassenfahrten ausgesetzt. Also bitte nicht traurig sein, wenn die Kinder eine längere Fahrt noch mal geplant hatten. Bis zum Schuljahresende sind die Fahrten dort alle ausgesetzt. Und ich möchte Ihnen zum Schluss für den heutigen Tag Danke sagen. Bitte bleiben wir weiter diszipliniert. Sie sehen jetzt auch bei uns in Gera die stärker ansteigenden Fallzahlen. Und das wird sich auch bei uns noch weiter fortsetzen. Deswegen ist es jetzt gefragt, diesen zeitlichen Vorsprung, den wir uns durch unsere Disziplin und die frühe Einführung der Maßnahmen eingekauft haben, dass wir den uns auch erhalten, dass das ganze Gesundheitssystem bei uns stabil bleibt. Bleiben wir tapfer, auch über die Ostertage. Und Sie hören morgen wieder von mir. Herzlichst, Ihr Julian von Arp.